Also, Bindu hat sich genügend fortgepflanzt. Und wir haben jetzt gesagt, der ist ja quasi im Rentenalter, dass er jetzt seinen Rentenabend bei uns verbringen wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir ihn nicht mehr vergesellschaften mit einem der anderen Tiere, damit so etwas eben nicht mehr sich wiederholen kann. Er wird weiter im Kontakt bleiben, ganz klar. Die Tiere können ja rüsseln und da sind ja große Bereiche, wo die Tiere interagieren können. Aber der wird zunächst mal und wahrscheinlich auch für immer jetzt so seinen Lebensabend allein verbringen. Talk mit K. Mit Sarah. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. In Talk mit K. sprechen meine Kollegin Anne Burgmann und ich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Der Kölner Zoo hat dramatische Wochen hinter sich. Am 15. März starben bei einem Feuer im Regenwaldhaus mehr als 130 Tiere, darunter auch sehr seltene. Nur zwei Tage später dann gab es eine schwere Auseinandersetzung zwischen zwei Elefanten, die dazu führte, dass die Kuh May eingeschläfert werden musste. Mit dem Zoodirektor Theo Pagel spreche ich heute im Podcast über den Feuerwehrrettungseinsatz, bei dem er an vorderster Front dabei war, um Tiere zu retten, und über die Hintergründe des Kampfes im Elefantengehege. Ich wollte von Theo Pagel wissen, wie geht es weiter mit dem Elefantenbullen Bindu, der seit dem Kampf von der Herde separiert lebt? Welche Folgen hat das Feuer im Regenwaldhaus für den Kölner Zoo? Und wie transportiert man einen 3,8 Tonnen schweren Leichnam? Vorwürfe von Tierschützern, unter anderem beengte Verhältnisse in Zoos, führten zu mehr Aggressionen unter den Tieren, weist Pagel vehement zurück. Wir sprechen im Podcast aber nicht nur über die Dramen im Kölner Zoo, sondern auch über die tolle Arbeit zum Schutz der Artenvielfalt. Und Theo Pagel verrät, welches Tier im Zoo aktuell am glücklichsten ist. Herr Pagel, der Kölner Zoo hat außerordentlich dramatische Wochen hinter sich. Am 15. März ist im Regenwaldhaus ein Feuer ausgebrochen, bei dem mehr als 130 Tiere gestorben sind. Wie haben Sie diesen Abend erlebt? Also ich war gerade auf dem Rückweg von einem Mitarbeiter und Freund, der in einem Krankenhaus liegt, und war auf der Autobahn, als mich eine Nummer erreichte, die ich nicht kannte. Die habe ich sofort zurückgerufen und das war die Feuerwache. Und die sagte, es brennt. Dann habe ich meiner Frau, Freisprecheinrichtung sei Dank, gesagt, ich drehe jetzt, und war dann wenige Minuten später im Zoo. Und war dann tatsächlich der erste von uns im Betrieb, außer dem Nachtwächter, die ich schon verschaltet hatte mit der Feuerwehr, die auch ja wie üblich blitzschnell in Köln ist. War dann als erster vor Ort, bin auch als letzter gegangen und war den ganzen Abend dabei. Sie kamen also, es hat ordentlich geraucht. Also man muss vielleicht nochmal sagen, der Brand ist in der Mehrzweckhalle des Regenwaldhauses ausgebrochen. Richtig. Wie war die Situation? Konnten Sie direkt rein, um Tiere zu retten? Mussten Sie zunächst abwarten? Also wir mussten natürlich abwarten, weil es gilt ja immer bei solchen Situationen, Menschenleben zu retten und nicht zu gefährden. Das heißt, es qualmte sehr stark. Ich war dann irgendwann der Erste, der mit der Feuerwehr reingehen konnte. Ich habe das Haus ja mitgebaut, 1999, 2000 eröffnet. Also ich kannte und kenne dieses Haus in- und auswendig, deshalb konnte ich der Feuerwehr genau sagen, da ist das und da ist das, und ihr könnt von links rein und von rechts rein. Aber es war eben eine Verrauchung, die den Zutritt nicht zugelassen hat für eine ganze Weile. Das hat uns aber Zeit gegeben, uns vorzubereiten. Das heißt, wir haben eine neue Alarmierung tatsächlich seit gut einem Dreivierteljahr. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein Mobilgerät haben, werden dann über App informiert. Über diese App waren im Nu 30 ungefähr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive verschiedener Kuratoren und Herrn Landsberg, meinem Vorstandskollegen, vor Ort. Wir konnten dann die Zeit nutzen, uns vorzubereiten. Haben also Transportkäfige, Kisten, alles zusammengepackt, in zwei Fahrzeuge vor das Haus gefahren, Utensilien zum Fang von Tieren. Ich war dann als erster mit der Feuerwehr kurz im Haus, habe dann direkt zwei Vögel mit rausgebracht, die ich also lebend fangen konnte. Und dann war klar, es ist unterschiedlich stark in Mitleidenschaft gezogen durch die Verrauchung, und sobald wir dann rein konnten,
wurde dann festgestellt, wo wir sofort handeln mussten und wo wir zum Beispiel Tiere auch tatsächlich im Haus lassen konnten. Wo mussten Sie sofort handeln? Es war die große Halle. Also Sie müssen sich das so vorstellen, es hat ja nicht im Tierbereich gebrannt, sondern in einem Bereich, wo eine Mehrzweckhalle sich befand, in der man Veranstaltungen aller Art durchgeführt hat, unsere Belegschaftsversammlungen, aber auch schon Hochzeiten. Und dann ist der Rauch in die eigentliche Tropenhalle dort, wo die ganzen Pflanzen sind, hineingezogen und dann hat unser Brandschutzsystem sofort gegriffen. Das heißt, die Klappen der Fenster öffnen sich dann automatisch, um zu entrauchen. Das hat natürlich dazu geführt, dass der Rauch aus der Brandstelle ins Haus gezogen ist. Und es hat vor allen Dingen die Tiere, die quasi oben in den Bäumen geschlafen haben, direkt unterm Dach, die haben also die meiste Rauchlast, so würde ich mal sagen, mitbekommen. Und die konnten wir dann nicht mehr retten. Aber die anderen Tiere, zum Beispiel in der Quarantäne, in der Zuchtstation oder auch in den separierten, hinter Glas befindlichen Gehegen, die haben es alle überstanden und die konnten wir zum Teil eben dann auch dort belassen. Und ja, das war eine sehr aufregende Zeit, die wir da an dem Abend verbracht haben. Und ich muss sagen, ich möchte das auch gerne nochmal hier im Podcast wiederholen. Ich bin sehr stolz und wirklich freudig, mit Freude erfüllt, wenn man das in einer solchen Situation sein kann, wie schnell und wie professionell das gesamte Zoo-Team zur Stelle war und auch diese schwierige Situation gemeistert hat. Ne? Wir sind dann also dann ganz gezielt reingegangen, haben gesagt, so die Gruppe holt jetzt das raus, die holt die Schildkröten und ihr bringt die jetzt dahin. Das haben wir wirklich sehr professionell durchgezogen und ja, nochmal Dank an alle, die da mitgemacht haben und natürlich auch an alle Einsatzkräfte. Dr. Bilder von der Feuerwehr war ja selber vor Ort und auch die Polizei und die Feuerwehr und auch unser Nachtwächter. Also alle haben da wirklich Bestes geleistet, um Schlimmeres am Ende auch zu verhindern, muss man sagen. Wie fängt man einen Flughund oder einen Vogel ein in so einer Situation, in der ja auch Panik ist und man vielleicht auch gar nicht gut sehen kann? Also ich habe die mit der Hand gefangen. Die meisten anderen Tiere haben wir allerdings tatsächlich mit Netzen und entsprechenden Keschern gefangen. Aber die waren halt so ein bisschen ja, am Wegesrand gesessen. Und ich mache das ja schon ein bisschen länger. Also ich weiß, wie das geht. Ich war ja lang genug auch Kurator in dem Bereich. Aber die allermeisten haben wir tatsächlich mit Netzen gefangen, dann in die Kisten verbracht. Das haben dann die Kuratoren und die die Tierpflegerinnen und Tierpfleger gemacht. Und was auch toll war, was ich glaube ich noch nie erwähnt habe, es war tatsächlich eine Kollegin aus Krefeld, eine Tierärztin, ohne dass wir um Hilfe gebeten haben, sofort vor Ort, die hat sich schon bei mir über WhatsApp gemeldet, bin gleich da. Das war für uns auch ganz toll, genau wie man am Ende auch sagen muss, dass der Zuspruch aus der Bevölkerung und also die Mitleidsbekundungen wirklich sehr, sehr groß waren. Und die haben wir auch wirklich dankbar entgegengenommen, weil einem das in solchen schweren Zeiten auch hilft. Im Krefelder Zoo kam es ja in der Silvesternacht 2019/2020 zu einem noch schlimmeren Brand als in Köln. Und deshalb ist die auch gleich gekommen, weil sie eben wusste, wie dramatisch sowas sein kann. Und als sie losgefahren ist, wusste sie ja noch nicht, was sie hier erwartet. Aber das zeigt eben, dass wir auch untereinander sehr gut kooperieren und zusammenstehen. Die Feuerwehr spricht von einem technischen Defekt. Es war ja zunächst sogar Brandstiftung nicht ausgeschlossen worden. Was bedeutet technischer Defekt konkret? Das heißt, das, was jeder von uns zu Hause auch bekommen haben, haben kann, nämlich eine Schmorung, wie heißt das, es schmort in der Lampe und dann entzündet sich etwas. So, und je nachdem, müsste ich vorstellen, die ganze Halle war natürlich mit Holz ausgekleidet, aus akustischen Gründen. Dann hat man das, wenn dann etwas brennend abtropft zum Beispiel und dann auf etwas Brennbares trifft und sich dann entsprechend ausbreitet. Davor ist man tatsächlich nie gefeit. Wird der Zoo durch das Feuer noch lange beeinträchtigt sein? Oh ja, das Tropenhaus wird relativ lange geschlossen bleiben müssen. Wir haben gerade eine Spezialfirma, die Mehrzweckhalle, ich war gerade heute Morgen noch vor Ort, ist quasi schon fast bis auf den Rohbau entkernt. Da muss alles raus.
Und die eigentliche große Tropenhalle wird gerade auch gesäubert. Das heißt, man fängt mit dem Dach an, mit Hochdruck und Hubsteigern von einer Fachfirma durchgeführt, wird alles gesäubert. Wir werden alles, was irgendwie Geruch aufgenommen hat, herausnehmen müssen. Das heißt, wir gehen mittlerweile nicht mehr von Tagen oder Wochen, sondern wahrscheinlich von Monaten aus, die wir die Halle nicht zugänglich machen können für die Besucherinnen und Besucher. Und werden jetzt genau prüfen, was wir möglicherweise jetzt dann auch verbessern können, auch für die Tierhaltung und vielleicht ein bisschen was anders aussehen lassen können. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie weit tatsächlich dieser Rückbau auch in der Halle stattfinden muss. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die großen Bäume, die großen Pflanzen bleiben können. Aber wir werden auch ein Stück von der oberen Erdschicht, Sie wissen vielleicht, da ist kein Beton drunter, sondern das geht in den Rheinkies, dass wir da eben auch was runternehmen müssen. Das geht im Prinzip darum, dass man den Ruß entfernt. Natürlich haben wir sofort Messungen vornehmen lassen, um sicherzugehen, dass die Tiere dort auch verbleiben können und unsere beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da eben auch weiter tätig sein können. Aber es wird schon eine umfängliche Sanierung, sag ich mal. Welche Tiere mussten Sie evakuieren? Also es ist so, dass ein Teil der Tiere tatsächlich, die in der Halle frei umherflogen oder in den dort vier vorhandenen Absperrbereichen hinter Netz gelebt haben, die Gibbons, die Krallenotter, die Hornvögel, die sind tatsächlich jetzt alle aus dem Haus raus. Und in der eigentlichen Halle, wo man so durchmeandriert ist, die sind alle raus, da sind jetzt nur noch Pflanzen drin und die gilt es jetzt als erstes eben wieder auf Stand zu setzen. Das heißt, wirklich zu reinigen. Auch die Pflanzen müssen gereinigt werden. Das ganze Wasser ist rausgekommen aus dem Teich. Das muss auch alles komplett gereinigt werden. Und dann werden wir so peu à peu die Tiere wieder zurückbringen, aber in diesen Absperrgehegen, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, da sind ja so Glasanlagen, die Tiere sind alle nach wie vor da, das heißt, da könnte ich sie theoretisch hinlassen, aber da sie dazu durch die Halle müssen, machen wir das nicht. Und wo sind jetzt die Tiere untergekommen in der Zwischenzeit? Also wir haben die Reptilien und Amphibien, die wir nicht in der Halle gelassen haben, alle ins Aquarium gebracht. Dort haben wir sie in Quarantänebereiche und freistehende Behältnisse gesetzt. Und die Vögel sind umgezogen in die Fasanerie und auch in Quarantänestationen, die wir im Zoo haben. Die Gibbons zum Beispiel sitzen im alten Elefantenhaus in einer großen Anlage. Es waren ja auch Anwohner, die rasch die Feuerwehr informiert haben, so war zumindest zu lesen. Zusätzlich hatten sie natürlich auch noch ihre eigene Alarmanlage. Sind Sie auch dankbar den Anwohnern, dass die so aufmerksam sind? Wir sind super, super, super dankbar, dass wir so eine gute Nachbarschaft haben. Das beziehe ich jetzt gar nicht mal nur allein auf den Brand, sondern das geht ja auch bis hin zur Knallerei an Silvester, die mit höchster Rücksicht auf den Zoo ausgeübt wird. Und es gab gleich mehrere Alarmierungen. Eine, die mir bekannt ist, ist, dass einer mit dem Fahrrad vorbeigefahren ist, ist gleich vorne zum Eingang zum Besucherservice gegangen und hat den dort noch arbeitenden Kolleginnen dann gesagt, hier, da qualmt's. Gleichzeitig kam aber schon andere Alarm. Also das hat super sozusagen parallel mehrfach gleich funktioniert. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Mehr als 130 Tiere sind umgekommen. Betroffen waren Fische, Vögel und Flughunde. Jetzt ist es ja gemein, ein Ranking aufzumachen, weil der Tod aller dieser Tiere dramatisch ist. Aber um welche Tiere tut es Ihnen vielleicht besonders leid, weil es besonders wenige von ihnen gibt? Oder Sie wissen, was ich meine. Ich weiß, was Sie meinen, aber es fällt mir trotzdem ungemein schwer, darauf zu antworten. Ich würde mal so antworten. Es gab einige Tierarten darunter, die höchst bedroht sind in der Wildnis, aber auch in Zoos nur relativ selten zu sehen sind. Die sind alle in sogenannten Erhaltungszuchtprogrammen gemanagt. Eins davon machen wir selber, nämlich den Balistar, was ich mal noch, bevor ich im Zoo angefangen habe, initiiert habe, das Zuchtprogramm. Und da haben wir Tiere verloren. Das ist einer der seltensten Vogelarten der Erde. Und auch andere wie der Blaukappenherling, das sind alles Begriffe, die den Hörern wahrscheinlich nicht sagen, aber
Das sind alles Tierarten, die gemanagt sind und wo wir auch wieder Zugriff haben werden. Also die werden alle wieder zurückkommen können. Möglicherweise muss man da ein bisschen warten, aber die wollen wir eigentlich auch alle wieder zurückholen. Man muss aber sagen, dass tatsächlich unwiederbringlich verloren gewesene Arten alle gerettet wurden. Wir haben also einige Paradiesvögel im Tropenhaus, die nicht in solchen Programmen gemanagt werden, weil es einfach so wenige gibt und die hätten wir tatsächlich nicht wieder ersetzen können. Das gleiche gilt für das Matschi-Baumkänguru. Das ist das einzige in ganz Europa. Es ist zwar ein Auslaufmodell, weil man in Europa demnächst auf eine andere Baumkänguruart dann setzen wird, aber das wären wirklich unwiederbringlich Tierarten gewesen. Insofern sind wir bei allem mit einem blauen Auge davongekommen, vor allem wenn man überlegt, dass wir 80% des Tierbestandes haben retten können. Nur zwei Tage später, am Donnerstag, 17. März, kam es ja dann zu einem tragischen Zwischenfall im Kölner Zoo im Elefantengehege. Der Elefantenbulle Bindu, so heißt er, verletzte eine 33-jährige Elefantenkuh, deren Namen ich, glaube ich, nicht gut aussprechen kann. Sie werden das sicher jetzt tun. Major Ruat. Major Ruat. So schwer bei einem Kampf, dass sie am Tag darauf, also an dem Freitag, eingeschläfert werden musste. Auch hier nochmal die Frage an Sie, wie hat sich dieser Tag, der sich ja über 24 Stunden, also von Donnerstag auf den Freitag hinzog, wie hat der sich in Ihrem Kopf eingebrannt? Wie ist das vonstatten gegangen? Also ich bin ja zuständig, ich bin ja nicht nur der Direktor, sondern ich bin auch zuständig als Kurator für die Elefanten. Und ich bin angerufen worden von einem Mitarbeiter, der gar nicht im Tierbereich ist, dass man ihn angesprochen hätte, es würde ein Elefant bluten. Daraufhin habe ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unser Elefantenpark-Team angerufen. Da war die Chefin gleich am Telefon, die Ingrid Wallner, und die sagte, ja, es gab eine Auseinandersetzung. Da war ich aber mit dem Fahrrad schon sozusagen auf dem Weg zu den Elefanten. Und sie hatten noch versucht, die Elefanten zu trennen, aber anscheinend war da schon was passiert. Und dann haben wir die Elefanten alle reingeholt, bis auf die Mäh. Wir kürzen die immer ab oder haben sie immer abgekürzt. Die Mäh stand dann da noch. Die haben wir tatsächlich nicht reinbekommen. Es war offensichtlich, dass sie was am hinteren rechten Bein hatte. Und man muss wissen, dass es bei Elefanten, das sind soziale Tiere, immer zu Rangeleien kommt. Immer wieder. Und auch die Erziehung bei Elefanten ist alles andere als anti-autoritär und sowieso alles etwas gigantischer. So, und so kommt es immer wieder zu Rempeleien und zu Auseinandersetzungen, die aber in der Regel dann mit ein paar Schrammen oder so schlimmstenfalls enden. Und in diesem Fall war es so, dass der Bindu, der ganz, ganz lange, über 16 Jahre mit der Herde friedlichst zusammengelebt hat, also mit Mäh irgendwie aneinander kam, und normalerweise gehen die Kühe dann weg. Aber die ist nicht weggegangen. Und dann hat er sie geschoben. Und wir wissen eben, dass er ihr dann von hinten sozusagen auf die rechte Wade getreten hat. Und wenn man dann weiß, dass dieser Bulle etwa 5,5 Tonnen wiegt. Einer der größten Elefantenbullen Europas. Einer der größten Elefantenbullen der asiatischen Elefanten in Europas. Und einer der ältesten, fast 52. Und auch schon mehrfach ja mit anderen Kühen hier für Nachwuchs gesorgt in Köln. Dann haben wir also die alle reingeholt, aber die Mäh kam nicht. Dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Sie wissen sicher, dass wir unsere Tiere im geschützten Kontakt halten. Da kann man also nicht einfach reingehen, den am Ohr packen und mit reinnehmen. Und dann merkten wir, die kann nicht richtig laufen. Wussten, dass sie hinten getreten worden war, wussten aber natürlich nichts über die Schwere der Verletzung. Dann haben wir sie erstmal tiermedizinisch versorgt, das heißt, sie hat erstmal ganz viel Schmerzmittel bekommen. Und zwei von uns sind da geblieben über Nacht, und wir haben gesagt, wir müssen dann am nächsten Morgen gucken, ob sie vielleicht dann doch bis zum Haus gekommen ist und sie dann reinkommt und wir sie da dann entsprechend versorgen. Und ich hatte am gleichen Abend meinen Freund und Kollegen in Wuppertal angerufen, Dr. Arne Lavrenz, gesagt, er muss morgen kommen. Er ist auch Chef vom Europäischen Haltungszuchtprogramm für die afrikanischen Elefanten, also ein ausgewiesener Spezialist. Und der ist dann am nächsten Morgen kurz nach 7 im Zoo gewesen mit seiner Tierärztin, der Frau Dreyer. Und dann haben wir mit unserer Tierärztin, der Frau Hembach, und dem Elefantenpark-Team den Elefanten, der sich tatsächlich bewegt hatte, bis ans Haus heran,
stehend sedieren können, das heißt sozusagen in Halbnarkose gesetzt und haben dann draußen auf der Anlage noch vor Öffnung des Zoos ein Röntgenbild anfertigen können. Nimmt man dann so eine mobile Röntgenanlage genau, mit? Genau, dann kriegen sie ihre dicken Schürzen angezogen. Dafür sind wir sozusagen dann ausgerüstet, weil wir ja nicht alles in die Tierarztpraxis transportieren können. Und das Röntgenbild war leider und auf der anderen Seite auch Gott sei Dank sehr eindeutig. Das heißt, das Tier hatte Schien- und Wadenbein gebrochen und verschoben. Und da war klar, da kann man bei einem 3,8 Tonnen Elefanten nichts machen, das Todesurteil. Haben aber trotzdem nochmal mit dem veterinärmedizinischen Berater des Asiatischen Elefantenkomitees konferiert, haben ihm das auch geschickt und der hat auch gesagt, wir sollten da keine irrsinnigen Versuche starten. Und haben dann gemeinsam mit allen Beteiligten, also im Elefantenpflegerteam, den Fremdtierärzten, unsere eigene Tierärztin und mir, entschieden, dass wir das Tier umgehend einschläfern, um es vor weiteren Leiden und Schmerzen zu bewahren. Und das war am Freitagmorgen und dann bin ich zur Pressekonferenz gegangen. Und das ist... Also wie muss man sich das vorstellen? Sie entscheiden das, also Sie sagen, Sie haben sich beraten mit verschiedenen, aber am Ende entscheidet der Direktor des Zoos, wo das Tier drin lebt? Nee, am Ende entscheidet tatsächlich der Tierarzt, in unserem Fall die Tierärztin, weil die entscheiden über Leben und Tod. Aber wann immer wir diese Entscheidung treffen müssen im Kölner Zoo und in anderen Zoos ist das eigentlich auch so, macht man das immer im Team. Sie müssen alle mitnehmen. Also jeder muss davon überzeugt sein, dass es die richtige Entscheidung ist. Und deshalb waren wir so froh, dass wir eine eindeutige Diagnose hatten. Wir hatten befürchtet, wir sehen nicht, was wirklich ist und schläfern womöglich ein Tier ein, das man vielleicht nicht hätte einschläfern müssen oder sind uns einfach unsicher. Ne? Und insofern war das für uns dann gut. Das kennt man vielleicht, wenn einer zu Hause einen Hund hat. Und der ist 15 und man muss sich von dem Tier trennen. Das fällt ja unglaublich schwer. Und vor allem die Elefantenpfleger, die ja am Tier gearbeitet haben, auch wenn es der geschützte Kontakt ist, da ist schon ein sehr persönliches Verhältnis. Und da waren wir am Ende dann doch ein bisschen froh, sofern man das in einer solchen Situation sein kann, dass wir wenigstens wussten, es ist richtig, dass man das tut. Ne? Und das machen wir immer im Team und müssen da alle Ja sagen, sonst machen wir es nicht. Wie geht das konkret vonstatten, einen Elefanten einzuschläfern und ihn dann ja auch abzutransportieren? Das ist ja auch eine Schwerstaufgabe. Ja, also auch das hatten wir im Vorfeld schon organisiert, weil egal, was man mit 3,8 Tonnen macht, ich habe kein Gerät im Zoo, mit dem ich 3,8 Tonnen bewegen kann. Das heißt, wir haben noch am selben Abend des Vorabends, also an dem Donnerstag, eine Spezialfirma angerufen, mit der wir normalerweise lebende Elefanten transportieren. Die sich auf unserem Gelände auskennen, haben gesagt, wir müssen 4 Tonnen transportieren können, habt ihr einen Kran und der muss morgen früh um 7 Uhr da stehen und der stand da auch und haben dann das Tier tatsächlich in einem Container verladen und dann in eine Pathologie gebracht, das heißt alle Tiere, fast alle muss man sagen, ein paar gehen dann auch ins Museum, aber fast alle Tiere gehen bei uns, auch wenn wir so eindeutig wissen, was sie hatten, in die Pathologie. Und da wird nochmal geguckt, ob man möglicherweise noch was findet. Und das war dann für uns auch nochmal eine Bestätigung. Wir wussten, sie ist unfruchtbar durch Ultraschalluntersuchung. Das wurde dann in der Pathologie nochmal bestätigt. Und sie war aber ansonsten gesund, hatte keine Lungenprobleme. Auch das ist wichtig, weil Elefanten können Tuberkulose haben. Das war für uns dann auch nochmal beruhigend. Aha, anscheinend hat die Herde nichts und so weiter. Und die geht dann in die ganz brutal, heißt das, Tierkörperbeseitigungsanstalt. Das heißt, der Körper wird verbrannt, ja, vermutlich. Genau. Ja. Die Elefantenherde hatte ja 2014 auch diese Pockenerkrankung gehabt. Ja. Hat man auch da irgendwie noch interessante Ergebnisse sozusagen an dem toten Tier feststellen können? Oder nein, war das eigentlich schon alles abschließend untersucht? Das war tatsächlich sehr erfolgreich mit einem riesen Aufwand. Auch da zeigt sich, wie gut es ist, wenn man engagierte Leute hat im Zoo. Von unseren Tierpflegern insbesondere, die ja am Tier schwerst gearbeitet haben. Denn sie konnten in unserer Art der Haltung natürlich nicht gegen den Willen das Tier behandeln, sondern nur, wenn die mitmachen. Das heißt, das war sehr, sehr viel Arbeit. Kuhpocken haben wir professionell auch und sehr erfolgreich überwunden.
Und insofern gab es da keine neuen Erkenntnisse. Für uns war dann die Frage, wie reagiert die Herde am nächsten Tag? Und es war Kitai, einer der Jungbullen, die bei uns geboren sind, um den sich May als Tante gekümmert hat. Der hat tatsächlich mal geschaut, was ist denn so? Der Rest der Herde hat tatsächlich eigentlich überhaupt nicht reagiert. Was für uns wiederum gut war, sie hatte also nicht einen solchen Rang, dass es durch den Verlust dieser Kuh innerhalb der Herde zu weiteren Konflikten kommen würde. Das ist nicht passiert. Also wenn es jetzt die Matriarchin gewesen wäre, die Leitkuh, dann hätte man damit rechnen müssen. Insofern war das für den Zoobetrieb, Elefantenhaltung wirklich ohne große Probleme. Das heißt, es hätte tatsächlich zu Rangkämpfen infolge dieses Todes kommen können, weil jetzt sich irgendeine Rangordnung oder Hackordnung, wie man das als Laie sagt, verschiebt und dann sozusagen da wieder aufeinander getreten wird. Sie wissen vielleicht, dass wir ja mal verschiedene Gruppen zusammengeführt haben und da war auch klar, damals haben wir sogar beim ersten Mal die Medien alle eingeladen, weil wir gesagt haben, dass eine Auseinandersetzung geben wird. Da muss jetzt mal geklärt werden, wer ist Chef, in dem Fall Chefin. Und das wird man nicht verheimlichen können. Und das war dann auch sehr eindrücklich. Was fast keiner gemerkt hat, ist, als die Chefin dann nicht mehr Chefin war, sondern eine andere die Rolle übernommen hat. Das haben eigentlich nur wir und ein paar eingefleischte Jahreskartenbesitzer mitbekommen. Aber wie gesagt, wenn die Matriarchin mal weg wäre über so einen Todesfall, dann kann es durchaus dazu kommen, dass dann ja, Auseinandersetzungen austragen müssen, wer denn der neue Chef ist, in dem Fall die Chefin. Solche Kämpfe können ja durchaus auch mal vor den Zoobesuchern vorkommen. Passiert es denn häufiger, dass sich Besucher an das Zoopersonal wenden und sagen, hier wird gekämpft im Gehege, können Sie nicht etwas tun? Also so heftig waren die Kämpfe Gott sei Dank nur sehr selten, dass also Besucher besorgt sind. Und wenn, dann kriegen wir das durch die Bank weg bei allen Tieren. Also es ist nicht nur, dass dann vielleicht einer sagt, bei den Elefanten ist gerade was los. Das kann ja auch bei den Raubtieren sein oder bei den Affen. Immer da, wo sie sozial lebende Tiere haben, sind die Auseinandersetzungen quasi an der Tagesordnung. Aber dass mal so richtig heftig zugeht, ist eher selten. Jetzt hat der Vorfall natürlich auch die Tierschutzorganisationen auf den Plan gerufen. Ich zitiere nur mal, also die beengten Bedingungen und das unnatürliche Zusammenleben auch mit nicht verwandten Artgenossen führt zur Aggression unter den Tieren, ist ein Vorwurf. Was sagen Sie dazu? Ja, der ist falsch. Also man muss schon Fachmann sein, wenn man sich äußert. Insofern gebe ich da nicht viel drauf. Berechtigte Kritik kommt, nehmen wir die gerne an, aber die muss eben fundiert sein. Aber es gibt eben Organisationen, die nur ein Ziel haben, nämlich gegen etwas zu sein oder zoologische Gärten, die eine wesentliche gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen, abzuschaffen. Und solche Dinge kommentiere ich normalerweise nicht. Wie funktioniert eine Elefantenherde und wie viel davon können Sie im Zoo möglichst optimal nachbauen? Erklären Sie das einfach nochmal. Also eine Elefantenherde funktioniert so, dass es eine Leitkuh gibt, die mit ihren Freundinnen und Verwandten, Kühen und deren Jungtieren umherzieht und die Bullen auch in der Wildnis dann gelegentlich auf diese Kühe treffen, sonst gibt es ja keinen Nachwuchs. Und genau das können wir in Köln eben nachbauen. Ne? Wir haben drei Außenanlagen. Wir können die Tiere separieren, wir können die Bullen dazulassen. Wir haben ja zwei Zuchtbullen momentan, sagen Raja und Bindu. Und natürlich brauchen wir, wenn sie erstmal Tiere zusammenbringen, so eine Grundformation. Aber wir sind ja in Köln schon in der dritten Generation Elefanten. Das heißt, so in 10 Jahren werden wir tatsächlich eine komplett natürlich gewachsene Herde haben. Ne? Die Maler hat ja jetzt schon als erster Elefant jemals in Köln geboren, Nachwuchs. Und jetzt kommt die Bindi, die ist im nächsten Jahr dran. So, das heißt, das entwickelt sich und durch die vielen Jungtiere, die wir hatten, über 10, hat es dazu geführt, dass selbst diese Patchwork-Familie viel stärker zusammengewachsen ist, als wir das vielleicht sogar gehofft hatten. Weil natürlich bei Elefanten es so ist, dass die sogenannten Tanten, also die Nichtmütter, sich um die Jungtiere kümmern.
Das heißt, mit jeder Geburt haben wir es geschafft, diese Herde mehr zu formen und dahin zu bringen, so wie es in der Wildnis auch ist, dass es ein Zusammenhalt ist. Und die Bullen werden dann aber immer wieder separiert und nur zu bestimmten Zeitpunkten in die Herde gelassen. Richtig, das wechseln wir und das machen wir aber nicht so, dass wir sagen, jetzt jeden Dienstag, sondern das machen wir tatsächlich sehr unterschiedlich, auch manchmal saisonbedingt. Elefantenbullen kommen ja auch gelegentlich in eine sogenannte Mast, wo sie ganz viel männliches Hormon ausstoßen und da gucken wir da immer, wer denn mit wem und wir wechseln da auch, um eben tatsächlich möglichst viele Interaktionen zu ermöglichen und die Tiere auch zu fordern sozial. Das heißt, Bindu war auch gerade im Gehege, um möglicherweise nochmal Nachwuchs zu zeugen? Tatsächlich in dem Fall nicht. Wir nehmen ja über Urin Hormonproben ganz regelmäßig, jede Woche von unseren Elefantenkühen. Und wissen ganz genau, wer im Östrus ist und wer nicht. Und wir wussten von May, dass sie eben unfruchtbar ist. Also da hätte er auch kein Interesse an ihr gehabt, zumal sie gar nicht im Östrus war. Also insofern waren die einfach zusammen, weil sie mal zusammen sollten und das seit vielen Jahrzehnten so der Fall war. Im Jahr 2012 gab es ja schon mal einen Kampf zwischen zwei Elefanten im Kölner Zoo und auch dieser Kampf endete tödlich für eine Kuh. Damals waren es zwei Kühe, die gekämpft haben. Ist es so, dass Kämpfe unter Kühen häufiger vorkommen, weil es eben um den Rang der Leitkuh geht, der immer wieder bestätigt werden muss? Wir haben die Beobachtung gemacht, dass es eher unter den Damen ist, weil das eigentlich die Kerngruppe ist und die sich in ihrer sozialen Rangfolge auseinandersetzen müssen. Wenn die Bullen dazukommen, das haben wir in der Vergangenheit auch immer gemacht, also wenn es in der Kuhherde Ärger gab oder gibt, dann machen wir das Tor auf und lassen mal einen von den Dicken rüberlaufen und dann ist eigentlich Ruhe. Also da ist das Ranking dann doch nochmal ein Stückchen drüber und die sind ja auch einfach deutlich körperlich überlegen, die Elefantenbullen. Und unter den Elefantenbullen, klar, gibt es da auch mal Rangeleien, aber eine Wertigkeit würde ich da nicht reinlegen können. 53 Jahre alt ist Bindu, wir haben es eben schon gesagt, einer der größten Elefantenbullen Europas. Der ist ja jetzt nach dem Kampf zunächst getrennt worden wieder. Ist er das nach wie vor? Welche Pläne haben Sie mit dem? Also Bindu hat sich genügend fortgepflanzt und wir haben jetzt gesagt, der ist ja quasi im Rentenalter, dass er jetzt seinen Rentenabend bei uns verbringen wird. Wir wollen aber kein Risiko eingehen und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir ihn nicht mehr vergesellschaften mit einem der anderen Tiere, damit so etwas eben nicht mehr sich wiederholen kann. Er wird weiter im Kontakt bleiben, ganz klar. Die Tiere können ja rüsseln und da sind ja große Bereiche, wo die Tiere interagieren können. Aber der wird zunächst mal und wahrscheinlich auch für immer jetzt so seinen Lebensabend allein verbringen. Und könnte das für ihn ein Problem sein? Also Elefanten sind ja gesellige Tiere, die ja wahrscheinlich auch gerne so oft wie möglich vielleicht Kontakt haben wollen. Genau, das kann er ja. Und Bullen leben schon ein Stück weit anders als eben die Kuhherde. Heißt, er wird weiter Kontakt haben und die meisten Bullen sind dann irgendwann auch sowieso Einzelgänger, auch in der Wildnis, sodass das für ihn kein Problem darstellen sollte. Und er ja über die Umschiftungen, wie wir sagen, also mal auf der Anlage stehen, mal auf der Anlage, mal mit der Kuh berüsseln oder mit dem jungen Bullen berüsseln, weiterhin Kontakt haben wird. Ne? Wir packen den ja jetzt nicht in eine Einzelzelle weit, weit weg von allen anderen Elefanten. Die kommunizieren ja auch über Infraschall. Ne? Wenn hier der Zirkus zu Gast ist, dann merken wir auch, wie unsere Elefanten auf der anderen Rheinseite mit denen kommunizieren, hatten wir auch alle schon. Also insofern ist er da zwar räumlich getrennt, aber nicht sozial. So ein bisschen am Spielfeldrand, ne? Muss man sagen. Ja, er ist am Spielfeldrand, aber er ist immer noch dabei. Mhm. Wir stehen unter Schock, haben Sie kurz nach dem Feuer gesagt, natürlich auch nach dem Tod des Elefanten. Wie geht's den Mitarbeitenden im Kölner Zoo? Sie haben ja gesagt, die Elefantenpfleger haben ein sehr enges Verhältnis zu den Tieren. Worunter oder wie leiden die gerade? Naja, jeder, der eine persönliche Beziehung hat zu Tieren und so eine dramatische Situation durchmacht, also da eben tote Tiere zu bergen, das geht ihnen natürlich an die Psyche mitunter. Da ist jeder aber anders gestrickt und wir haben selbstredend über die Unfallkasse NRW
auch die Möglichkeit unseren Mitarbeitern geboten, wenn sie Hilfe in Anspruch nehmen wollen, dass sie das können, also anonym, damit da nicht so eine Schwelle ist, dass einer sich vielleicht nicht traut, mal Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir sind im täglichen Gespräch, weil wir ja unsere Morgenrunden fahren, weil wir Mitarbeiterbesprechungen machen. Und ich denke, die allermeisten haben das nicht leicht genommen, aber kommen darüber hinweg. Es heißt eben, immer nach vorne zu blicken bei solchen Dingen. Und wer Hilfe benötigt, der wird sie bekommen. Eine Geschichte, die im Zusammenhang mit Bindu auch erzählt worden ist bei der Tragödie, ist die Tatsache, dass er 1984 in seinem Zoo in England damals einen Tierpfleger erdrückt hat. Also der Tierpfleger ist ins Gehege gekommen, der Bulle hat seinen Rüssel um diesen 22-jährigen Mann geschlungen und ihn gegen ein Eisengitter gedrückt und dabei ist er gestorben. Wie bewerten Sie dieses, also war das eine Tragödie, die letztlich auf menschliche Unachtsamkeit zurückzuführen ist? Oder kann man jetzt sagen, der Elefant Bindu hat ein Aggressionspotenzial möglicherweise gehabt? Also es gibt ja Hunde, die beißen ihre Herrchen manchmal und manchmal jemand anders. Die haben aber trotzdem nicht unbedingt einen bösen und schlechten Charakter. Dass Bindu einen Pfleger umgebracht hat, in Anführungsstrichen, war ja der Grund, warum wir im Kölner Zoo gesagt haben, wir werden auf jeden Fall in den Protected Contact gehen, also in den geschützten Kontakt, nicht mehr am Tier arbeiten. Und ich bin ja auch in der Elefanten-Spezialistengruppe von Europa tätig, wo wir jetzt festgelegt haben, dass es in ganz Europa in den Verbandszoos nur noch die geschützte Haltung geben wird. Und wir sind auf dem Weg dahin, weil wir nämlich nur noch Elefanten bekommen, die in irgendeinem Zoo geboren werden und die nicht mehr in Vollkontakt trainiert werden können. Das heißt, das lebt sich von alleine aus. Wir haben das aber auch festgelegt. Und solche Unfälle mit Tieren, die kennen Sie aus dem Reitsport. Die allermeisten sterben im Übrigen in der Landwirtschaft durch Tiere, nämlich durch Kühe oder auch durch Pferde, wenn Sie an die ganzen Reitunfälle denken. So gesehen haben wir jetzt das größte Landsäugetier, mit dem wir im Zoo umgehen, eben auch in eine sicherere Stufe für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebracht. Und es funktioniert ja bei uns seit 2004 bestens. Beschreiben Sie mal den Unterschied. Wie ist vorher mit den Tieren umgegangen worden und wie ist das heute in diesem geschützten Kontakt? Also im Vollkontakt ist das so, wie Sie das vielleicht aus dem Zirkus kennen. Oder aus dem Film oder aus dem Thailand-Urlaub, wo man auf dem Elefanten reitet, wo man den Elefanten führt, wenn Sie so wollen, wie einen Hund. Im geschützten Kontakt ist das so, dass wir mit den Tieren weiterarbeiten. Die können auch weiterhin Kommandos und die müssen auch Kommandos befolgen, die uns in die Lage versetzen, Urinproben von ihnen abzuverlangen. Dann pinkeln die nämlich auf, salopp gesagt, Kommando. Wir können Blut von den Tieren nehmen, wir können ihnen Injektionen, Spritzen setzen, wir können die Füße kontrollieren und können sie eben da in Augenschein nehmen. Das heißt, all das kann man im geschützten Kontakt auch mit seinem Elefanten machen und ist aber immer auf der anderen Seite einer Barriere. So müssen Sie sich das vorstellen. Es gibt immer eine Trennung zwischen Ihnen und dem Tier, die natürlich transparent ist, damit Sie an dem Tier auch arbeiten können. Aber man steht nicht mehr direkt am Tier. Sie haben gerade gesagt, das wurde letztlich nach diesem Vorfall 1994 auch in größerem Stil dann umgesetzt. War das eine Erfahrung, dass Tierpflegende sozusagen, die jahrelang an einem Tier arbeiten, wo ihnen nichts passiert, möglicherweise einer Illusion sozusagen aufsitzen, es könne nichts passieren? Oder was hat sich da für eine Erkenntnis jetzt auch wissenschaftlich damit durchgesetzt? Also ich würde sogar sagen, die Erkenntnis war die, wir züchten jetzt Elefanten in unseren Zoos und die werden alle nicht mehr im Vollkontakt gearbeitet und infolgedessen können wir den Vollkontakt gar nicht mehr, ob wir den jetzt besser finden oder nicht, muss man gar nicht bewerten wollen, weil es wird keine Vollkontakt-Elefanten mehr geben. Und dann ist es zu gefährlich auch. Naja, die Frage ist ja immer, was ist gefährlich? Also wenn ich davon ausgehe, was ist gefährlich, würde ich eben sagen, verbieten Sie den Reitsport. Ne? Das sind die meisten Todesfälle. Trotzdem reitet
es gibt ganz viele, die reiten, ne, und die dieses Risiko in Kauf nehmen. Und der Vollkontakt hatte auch mit Sicherheit Vorteile. Ja, es gibt bestimmt Dinge, die man im Vollkontakt vielleicht sogar besser machen kann als im geschützten Kontakt. Dennoch machen wir es nicht mehr, so wie, ne, als wir 1985 das Urwaldhaus umgebaut haben. Habe ich letztens mit einem der alten Pfleger gesprochen und gesagt, wie seid ihr eigentlich umgezogen? Und er hat gesagt, das war ganz einfach, ich habe einen Orang links auf dem Arm gehabt und den Gorilla rechts am Arm und da sind wir rübergelaufen. Na, wenn ich das heute einem meiner Tierpfleger auch nur bitten würde, das zu tun, wäre ich ja mit einem Fuß schon im Gefängnis, weil wir natürlich heute ganz andere Arbeitssicherheitsvorkehrungen haben und auch zu diesen Tieren nicht mehr reingehen. Wir gehen zu all den gefährlichen Tieren nicht mehr rein. Es gab im Kölner Zoo einen weiteren dramatischen Vorfall im Jahr 2012. Sie mussten damals einen Tiger erschießen, der ihre Kollegin, eine Tierpflegerin, im Gehege angefallen hatte. Das war sicher der außergewöhnlichste und emotionalste Tag in ihrem Leben. Wie ging es Ihnen in der Zeit danach? Ja, das war sicherlich die schwerste Zeit in meiner Zoo-Karriere, weil ich ja den Beruf angefangen habe, nicht um Tiere zu erlegen, sondern um sie zu retten. Aber es war klar, wenn wir eine Chance haben, einen Menschen zu retten, dann ist immer das Menschenleben wichtiger als das des Tieres. Und auch da war es so, dass das Team unglaublich zusammengestanden hat. Die Zoofamilie hat sich gegenseitig quasi in den Arm genommen. Und ja, das war eine harte Zeit, aber wir sind darüber hinweggekommen. Wir haben auch in diesem Bereich weiter gearbeitet, haben versucht, noch mehr Sicherheit dort einzubringen. Es gibt mittlerweile Systeme, die es damals noch gar nicht gab, die wir, sobald sie verfügbar waren, eingebaut haben. Das heißt nicht, dass man dem Menschen die Selbstverantwortung nimmt. Das geht nicht. Und ein gutes, vergleichbares Beispiel ist vielleicht der Auffahrunfall von LKWs auf der Autobahn, den es gar nicht mehr geben darf, weil die alle spezielle Auffahrwarnsysteme haben. Aber wenn man die ausstellt, dann fährt man halt doch irgendwo drauf. Und muss man sagen, war tatsächlich eine ganz schwierige Zeit für ganz viele von uns, insbesondere für mich. Aber dank meiner Familie und meiner Freunde haben wir das alles irgendwie verarbeitet. Los wird man das nie, das muss man auch sagen, aber man kann damit leben. Jetzt bringt es ja der Beruf des Zoodirektors mit sich, dass auf so einen Vorfall immer sehr unterschiedliche Reaktionen kommen. Ich nehme an, Sie haben sehr viel Empathie auch bekommen von Menschen und viel auch Beileid, aber eben auch wahrscheinlich Hass von Tierschützern dafür, dass sie den Tiger umgebracht haben. Wie sind Sie damit umgegangen? Wie bin ich damit umgegangen? Ich habe tatsächlich einmal Anzeige erstattet. Dem ist die Polizei auch nachgegangen, weil da wurde eine Grenze überschritten. Und ansonsten muss ich sagen, muss man einfach damit lernen, umzugehen. Ich habe einen der schönsten Berufe der Welt. Ich habe vielleicht mit die schönsten Berufserlebnisse, die man haben kann in seinem Leben. Das bringt aber mit sich, dass wenn sie die höchsten Gipfel ersteigen, sie auch manchmal tiefe Täler durchleben müssen. Und was uns eigentlich im Kölner Zoo, der ja immerhin seit 1860 existiert, immer weitergebracht hat, ist, es geht immer weiter. Und es wird wieder Gipfel geben. Und es wird wieder die schönen Dinge geben. Und die überwiegen eben glücklicherweise bei weitem. Und wenn man dann weiß, warum man das macht, nämlich um die Artenvielfalt zu retten, um Menschen zu begeistern und etwas für Tiere zu tun, als Bildungseinrichtung, als Naturschutzzentrum, dann sind das die Dinge, die einen wieder zurückbringen in eine hoffnungsvolle und dann auch ja sehr erfolgreiche Arbeit. Ich verbinde mit dem Kölner Zoo eine durchaus lebensverändernde Geschichte. Ich bin nämlich als 13-Jährige nach dem Besuch im Kölner Zoo Vegetarierin geworden. Hören Sie solche Geschichten häufiger? Nicht häufig, aber regelmäßig, so würde ich es mal sagen. Ja. Wir wollen das im Übrigen gar nicht, dass sie unbedingt Vegetarierin oder Veganerin werden. Wir schlachten ja zum Beispiel Schweine auf dem Clemenshof und die werden dann im Restaurant den Gästen angeboten. Das machen wir ganz bewusst, weil uns geht es darum, dass sie als Menschen einfach überlegen. Ja, und für viele ist gar nicht klar, dass dieses Schnitzel mal ein Leben hatte. Man kauft irgendwas anonym und das sind die Geschichten, die wir erzählen wollen. Wenn sie nachher für sich entscheiden, vegan oder vegetarisch zu werden, vollkommen in Ordnung. Wenn sie aber auch weiterhin Fleisch essen, ist das für uns auch in Ordnung. Nur wenn sie nachdenken und vielleicht weniger essen,
Und insofern sind das genauso Themen. Und das ist genau das, was ich mir wünsche. Ja, ich wünsche mir, dass ein Besuch, den Sie bei uns machen, Ihr Leben verändert, dass Sie sich von uns für Tiere begeistern lassen, dass Sie sich überlegen, fahre ich mit 220 über die Autobahn oder nehme ich doch mal das Fahrrad und esse ich vielleicht ein bisschen weniger Fleisch und mache ich früher das Licht aus und die Tür zu und die Heizung nicht so hoch, weil das gehört ja heute alles zusammen. Sie fahren ja ganz gerne schnell Auto, haben Sie mal gesagt. Ja. Aber Sie fahren auch viel Fahrrad, haben Sie eben gesagt. Ja, ich bin früher gerne schnell gefahren, ja. Und ich will nicht sagen, dass ich das heute nicht mehr tue, aber Sie dürfen sicher sein, dass es, wenn, nur ganz kurz ist und dann mit einem ganz schlechten Gewissen. Und außerdem fahre ich mittlerweile eh. Also insofern ist das dann emissionsfrei. Aber man muss und kann als Mensch etwas tun, damit es der Natur und am Ende damit ja uns, und das vergessen die meisten, besser geht. Sie werden nicht müde zu betonen, dass Tiere, die in ihrem natürlichen Habitat leben, nicht zwangsläufig ein schönes Leben haben. Also, dass der Gegensatz zwischen Zoo und Natur nicht der Gegensatz zwischen Gefängnis und Freiheit ist. Ich finde das sehr nachvollziehbar, weil ich mir zum Beispiel manche Tierdokumentationen kaum angucken kann, weil man da eben sieht, wie Tiere von anderen Tieren gejagt und getötet werden, wie hungernde Tiere rumlaufen, verzweifelt auf der Suche nach Nahrung. Das sind natürlich Bilder, die man jetzt häufiger sieht, Stichwort Eisbären, die einfach verhungern und natürlich einen wahnsinnigen Stress auch haben. Im Vergleich dazu ist natürlich so ein Zooleben für das eine Tier möglicherweise extrem entspannt, weil es sich um nichts kümmern muss. Für andere Tiere vielleicht aber auch aus anderen Gründen schwierig. Welche Kritik von Tierschützern nehmen Sie sich denn zu Herzen? Ja, die berechtigt ist. Mir fällt jetzt auf Anhieb kein Beispiel ein. Aber wir müssen uns, und das ist ja das Gute, wenn man Kritik bekommt, Sie müssen sich immer hinterfragen. Ja? Sie müssen sich überlegen, was hat dieser Mensch gerade gesagt und stimmt das? Und das ist genau das, was wir versuchen. Und Sie haben recht, es geht den Tieren im Zoo viel zu gut. Deshalb gab es früher ganz häufig so Stereotypien, wo Tiere auf und ab gelaufen sind. Da arbeiten wir ganz stark dagegen, indem wir den Tieren nämlich tatsächlich Aufgaben stellen. Wir müssen sie fordern, die werden in der Wildnis gefordert zu überleben und das machen wir auch. Das heißt Behavioral Enrichment, also Verhaltensanreicherungen, Beschäftigungen, Tiertraining. Das ist keine Dressur wie im Zirkus, sondern es ist tatsächlich darum, die Tiere zu fordern. Also wenn sie dann auch noch eine natürlichere Ernährung anstreben, wie wir das auch machen, also Ganzkörperfütterung heißt das. Das heißt, da liegt eine ganze Ziege, da liegt ein Meerschweinchen oder ein Kaninchen oder ein Huhn, dann können die Tiere ihren Beutetrieb ausüben, sie können Tötungsbisse, die gar nicht mehr notwendig sind, ausüben. Denken Sie an die Geparden, die eine Rennanlage haben, wo wir Beute hin und her ziehen können, die also spurten müssen, wie sie es draußen in Afrika auch tun. Dann, glaube ich, sind wir da auf einem ganz guten Weg und vielfach ging es den Tieren schlichtweg zu gut und die brauchten mal ein bisschen mehr Stress. Es gibt ja positiven und negativen Stress und wir brauchen einfach ein bisschen mehr positiven Stress. Und daran, würde ich sagen, haben wir sehr gut gearbeitet in den letzten Jahrzehnten in den zoologischen Gärten, die im Verband der zoologischen Gärten, wo die wissenschaftlichen Zoos zusammengefasst sind, organisiert sind. Sie sind ja 2007 Direktor des Kölner Zoos geworden, waren allerdings auch schon länger vorher am Kölner Zoo. Jetzt ist man natürlich limitiert, wenn man Direktor von einem Zoo wird, einer der ältesten Zoos in Deutschland, also limitiert finanziell, aber auch limitiert räumlich, weil man kann ja nicht sagen, ich hätte jetzt gern noch halb Riel dazu, damit wir sehr viel Auslauf haben. Was hätten oder was würden Sie gerne ändern und sagen, aber geht leider nicht? Das Problem habe ich gar nicht, weil wir ja einen Masterplan gemacht haben, jetzt bereits zum zweiten Mal, der heißt Kölner Zoo 2030. Da haben wir uns mal aufgeschrieben, was wir meinen, wir alles verändern können, wollen und müssen aus unserer Sicht, um die Tierhaltung zu verbessern. Und wenn ich diesen Fahrplan auch nur halbwegs umsetzen kann, dann komme ich genau dahin. Und da haben wir festgelegt, was so die nächsten Schritte sein können, zum Beispiel Umbau der Giraffenanlage, Nashornanlage, Umzug der Menschenaffen, vielleicht mal Aufteilung nach Kontinenten, die südostasiatischen in einem anderen Haus als die
afrikanischen. Und wir hoffen sehr, dass wir daran weiter anknüpfen können. Eine Jaguar-Anlage ist geplant. Ein Teil haben wir ja schon umgesetzt. Tatsächlich jetzt das alte Direktorenwohnhaus wird hoffentlich jetzt Mitte des Jahres eröffnet. Also insofern sind wir da guten Mutes und haben da schon Ziele uns gesetzt. Und jetzt muss man mal sehen, wie die Weltsituation uns da weiter agieren lässt. Die Baupreise sind ja nicht mehr ganz so kalkulierbar. Aber ein paar Dinge haben wir schon in der Pipeline und die sind schon angestoßen. Und ich denke, die werden wir auch umsetzen können. Und dann muss man mit Sicherheit so in 5 bis 10 Jahren das nochmal auf die Waagschale legen, so wie man das machen muss, und sagen, ist das noch das, was man heute machen sollte und möchte. Aber da bin ich guten Mutes. Ich will in der Tat gar nicht eine Verdreifachung der Fläche. Ja, und wir sehen das ja gerade an dem neu sanierten Arnulf- und Elisabeth-Reichert-Haus. Sie müssen keine riesigen Truppenhäuser bauen. Ein kleines, wo sie die Menschen wirklich an die Natur heranführen, ist genauso zielführend. Und da reicht uns tatsächlich der Platz in Riel. Wir sind gerne in Riel. Das hat auch viele Vorteile. Sie können mit dem öffentlichen Nahverkehr kommen. Sie können mit dem Fahrrad kommen, schön am Rhein lang fahren. Also das hat alles viele Vorteile. Und da, wo wir sagen, das ist nicht so in Ordnung aus unserer Sicht, gibt es nur 2 Dinge. Entweder ändern oder Haltung einstellen. Sie haben das ja getan bei den Eisbären. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich neben sehr vielen positiven als 13-Jährige aus diesem Kölner Zoo mitnehme. Ein Eisbären, der eben im Gehege war und der sich komisch verhalten hat und wo ich dann später erfahren habe, dem war eben auch langweilig, um das jetzt mal so ja, wenig dramatisch auszudrücken. Aber für die Tiere ist es natürlich ein Drama. 2000 haben Sie das entschieden. Warum? Wir haben das entschieden nicht, weil wir der Meinung sind, dass man keine Eisbären halten kann, sondern weil man damals gesagt hat, und da war ich Kurator für die Eisbären, es war eine der erfolgreichsten Eisbärenhaltungen und Zuchten in ganz Europa, aber in einem Gehege aus dem Ende der 50er Jahre. Und da haben wir gesagt, so wollen und können wir keine Eisbären mehr halten. Mein damaliger Chef, Professor Nogge, hat es nicht geschafft, den Aufsichtsrat zu überreden, dafür ganz viel Geld locker zu machen. Und da haben wir gesagt, gut, wenn wir das nicht so bauen können, wie wir das für richtig halten, dann müssen die Eisbären halt in Zoos gehen, wo sie es aus unserer Meinung dann besser haben. Und genau das haben wir gemacht. Die gleiche Diskussion wurde dann Anfang der 2000er Jahre geführt, auch von ihm, zu Elefanten. Weil klar war, ins alte Elefantenhaus von 1863, da kommt kein neuer Elefant mehr rein. Damals hat er den Aufsichtsrat überzeugen können und wir sind 2004 mit dem Elefantenpark ins Rennen gegangen, wo wir sehr erfolgreich Elefanten und züchten. Und das sind immer die Dinge, über die man sich im Klaren sein muss. Man muss sich praktisch täglich weiterentwickeln, wir lernen täglich. Und unser Ansinnen ist es ja jeden Tag, dass es den Tieren besser geht. Wir gehen ja nicht in den Zoo, um zu sagen, hallo, jetzt quälen wir mal wieder Tiere, was manche Gegner uns ja dann vorwerfen, was wir auch persönlich nehmen, ganz klar. Deshalb sieht der Zoo Köln als drittältester Zoo Deutschlands nicht so alt aus, wie er eigentlich ist. Jetzt weiß man ja bei einigen Tieren, dass es sehr herausfordernd ist, den Bedürfnissen gerecht zu werden. Sie haben eben schon erwähnt, welche Tiere das unter anderem sind. Gibt es noch andere Tiere, die man jetzt vielleicht als Besucher gar nicht so auf dem Schirm hat, wo Sie sagen, oh ja, die müssen wir wirklich jeden Tag müssen wir dem Programm bieten, damit die happy sind? Ich glaube, das muss man gar nicht so festmachen. Ich würde eher andersrum ansetzen. Ich würde mal sagen, ich habe vor 31 Jahren im Zoo angefangen. Ne? Und wenn man mir da erzählt hätte, dass wir in der Lage sind, mehr als 15 verschiedene Korallenarten zu vermehren, hätte ich gesagt, das ist Science Fiction. Heute können wir das. Das heißt, wir haben tatsächlich so viel Know-how dazu gewonnen und gewinnen das täglich auch über veterinärmedizinische Prophylaxe. Deshalb sieht der Zoo auch anders aus. Deshalb sehen Tiere heute glücklicher aus, weil sie in naturnah gestalteten Anlagen sind, als die sogenannte Badezimmerarchitektur im Kölner Zoo und in anderen Zoos stattfand. War das nicht, weil unsere Vorgänger die Tiere nicht mochten, sondern weil sie genauso mochten, aber Angst hatten, dass die krank werden. Also hat man sie möglichst steril gehalten. Und wir sind jetzt in der Lage, es so zu machen, wie ich das von zu Hause kenne. Meine Mutter hat immer den dreckigsten Jungen reingeholt, das war ich. Der war immer gesund. Ne? So, und die dreckigsten Kinder sind die gesündesten, sagt man ja.
Und so ist das letzten Endes auch. Wir können über Prophylaxe, über Kotproben genau den Gesundheitszustand unserer Tiere überprüfen und können ihnen wieder Natur in Anführungsstrichen bieten. Sie haben vorhin auch schon erwähnt, die Quarantäne-Gehege, die es da gibt. Quarantäne ist ja ein Wort, was bei den Menschen erst durch die Corona-Pandemie so richtig denen ins Bewusstsein gekommen ist. Sie haben Quarantäne-Gehege. Was machen Sie in diesen Quarantäne-Gehegen? Also wenn Tiere in den Zoo kommen, dann werden sie nicht sofort zu den Tieren gelassen, die wir schon lange haben, sondern die werden erstmal in einen sterilen, in diesem Fall tatsächlich sterilen Räumlichkeiten untergebracht. Dann werden Tests genommen, ob sie auch wirklich gesund sind. Und erst dann, und mitunter deutlich länger als 5 oder 7 oder 10 Tage, werden diese Tiere dann nach allen möglichen Checks, die negativ waren, dann zu den anderen Tieren gelassen, um einfach da sicher zu gehen, dass wir keine Krankheiten in unserem Bestand holen. Das heißt, so viele Bakterien von der guten Sorte wie möglich, damit es den Tieren, also damit sie widerstandsfähig werden, aber die Krankheiten, die den ganzen Bestand ausrotten könnten oder krank machen würden, die wollen Sie damit verhindern. Stichwort Corona-Pandemie. Sie haben ja 2 Jahre jetzt auch eine sehr, sehr harte Zeit gehabt. Der Zoo war immer wieder geschlossen. Finanziell war das natürlich das größte Problem. War es auch für die Tiere ein Problem? Also es gab ja so ein paar Artikel, dass unsere Tiere tatsächlich die Menschen vermisst haben. Und was für uns interessant war, waren das, dass das Arten waren, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Zum Beispiel die Giraffen. Relativ klar war, dass wenn Frau Müller um 9.20 Uhr nicht beim Gorilla ist, wie jeden Morgen, dass der guckt. Damit haben wir gerechnet, aber dass jetzt ausgerechnet die Giraffen zum Beispiel, wenn man dann doch mal mit mehreren Menschen durch den Zoo ging, zum Beispiel mit Ihnen von den Medien, dann geguckt haben und so richtig so der Kopf mitging, damit haben wir tatsächlich nicht gerechnet, zeigt aber, dass Menschen zum Zoo gehören. Ihnen sind, so steht es in Ihrem Wikipedia-Eintrag, einige außerordentliche Nachzuchten gelungen, unter anderem die Zucht von Zwergpinguinen oder der asiatischen Schmuckpitter, die ich jetzt nicht eigens nachgeschlagen habe, aber die toll klingt. Worauf sind Sie besonders stolz? Also ich bin tatsächlich besonders stolz, dass ich schon bevor ich die Zoo-Karriere beschritten habe, ein Zuchtprogramm mit Zoos, im Übrigen auch dem Kölner Zoo, aber vor allem dem Wuppertaler Zoo, für den Bali-Star gegründet habe. Und aus dem ist dann tatsächlich das europäische Haltungszuchtprogramm der europäischen Zoos dann hervorgegangen. Und ich bin besonders stolz in der Tat, dass der Kölner Zoo und sein Team, denn alleine geht das ja nicht, unglaublich weit vorne mitspielt in der Champions League, möchte ich sagen, was Natur, Artenschutz, aber auch Bildung anbelangt. Ne? Wir machen ja Lehre an der Uni, wir haben aber auch 23.000 Schülerinnen und Schüler normalerweise. Also das ist genau das, warum ich diesen Beruf ergriffen habe. Ich will was für Tiere und Menschen machen und genau das können wir im Zoo. Die Artenvielfalt schwindet wirklich in dramatischer Weise. Was macht Ihnen am meisten Kummer? Mir macht am meisten Kummer beim Artenschwund, beim Verlust der Biodiversität, dass die allermeisten es gar nicht begriffen haben. Also wir leben ja in einer Zeit im Grunde von 3 Krisen. Das ist einmal die Corona, die Pandemie-Krise. Es ist tatsächlich der Verlust der Artenvielfalt. Und es ist natürlich der Krieg, der jetzt über allem schwebt. Was die allermeisten aber nicht begriffen haben, ist das Klimawandel. Das ist eigentlich auch eben auch eine große Krise, Klimawandel und Artenvielfaltsverlust zusammenhängen und dass wir weder mit einem nicht lebenswürdigen Klima zurechtkommen, aber wir werden auch nicht zurechtkommen auf Dauer mit einem hohen Verlust der Artenvielfalt. Wir reden ja hier nicht nur über Tiere, sondern auch über Pflanzen. Pflanzen, die möglicherweise Medikamente produzieren könnten durch uns, die Krebs heilen, was weiß ich alles. Also und jedes Tier hat seine eigene Funktion und wenn aus diesem Puzzleteil was fehlt, ist das dramatisch und ich freue mich, dass ich als Past President, wie es so schön heißt, des Weltzooverbandes eine Aufgabe bekommen habe, nämlich einer Kommission vorzustehen, die heißt Reverse the Red, das heißt nichts anderes als das Rote minimieren und das sind die roten Listen. Tiere, die hoch bedroht sind, stehen auf den roten Listen und wir wollen, dass eben möglichst viele nicht bedroht sind.
Das soll hoffentlich nicht nur eine Initiative werden, sondern eine richtige Bewegung. Vielleicht schaffen wir es, eine Bewegung zu initiieren, die so erfolgreich ist wie das, was Greta geschaffen hat mit dem Klimawandel, dass wirklich in den Köpfen der Menschen der Schwund der Artenvielfalt ankommt und sie wissen, ich muss da was gegen tun. Und das hoffe ich eben jetzt in den nächsten Jahren noch mit voranzutreiben. Und da spielen Zoos eine wesentliche Rolle. 700 Millionen Menschen gehen in die Verbandszoos jährlich. Das ist eine Riesenzahl. Das ist aber auch eine Riesenverantwortung, eine Riesenchance. Wenn wir die alle mobilisieren können zum Erhalt der Vielfalt und natürlich auch zur Eindämmung des Klimawandels, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und den müssen wir einschreiten. Wir müssen die Weichen jetzt stellen in den nächsten 10 Jahren, denn sonst kommen wir zu sogenannten Kipppunkten und die sind dann nicht mehr umkehrbar und dann kriegt man ein Klima, das wirklich nicht mehr lebenswürdig sein kann, so wie die Berechnungen derzeit sind. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn, wo Sie züchten und wo auch nicht, weil das ist ja jedes Mal auch ein hoher Aufwand. Also es ist so, dass die allermeisten der bedrohten Tiere, und das werden bei uns immer mehr, also wir fokussieren jetzt tatsächlich darauf, in Projekten gemanagt werden, in Programmen gemanagt werden und da kriegen sie Vorgaben. Also wir haben eigentlich im Moment mehr Vorgaben nicht zu züchten, als dass wir züchten, weil die Tiere müssen ja alle platziert werden innerhalb Europas oder auch, wenn sie in weltweiten Projekten sind, auch weltweit. Das heißt, man züchtet eigentlich ganz gezielt. Wir können viel mehr züchten, als wir ihnen im Moment zeigen können. So gesehen liegt das gar nicht an uns, ob wir das machen. Was schon an uns liegt, ist, dass wir uns überlegen, welche Arten nehmen wir denn. Ne? Und auch da haben wir gerade so entschieden, zum Beispiel im Aquarium, dass wir jetzt uns vermehrt um madagassische Fische kümmern, die so keinen hatten, der sich so wirklich um sie gekümmert hat, die teilweise in wenigen kleinen Pfützen irgendwo auf Madagaskar noch leben, vielleicht sogar schon ganz ausgestorben sind und die keine gute Zukunft haben, wenn man weiß, was auf Madagaskar los ist. Und das sind so die Dinge, die mich dann auch äußerst zufrieden machen und glücklich machen, wo ich sage, boah, jetzt da können wir echt was bewegen. Ne? Und da muss man noch nicht mal riesige Summen in die Hand nehmen, um da effektiven Natur- und Artenschutz zu machen. Oder denken Sie an die Rückführung der Philippinen- oder Mindoro-Krokodile. Das war auch ein Highlight, wo wir auch vollkommen unterschätzt haben, glaube ich, welche Bedeutung das auf den Philippinen hatten. Ne? Das war ja in allen Fernsehprogrammen rauf und runter, bis hin, dass jetzt wahrscheinlich ein neues Schutzgebiet gegründet wird. Und das sind die Dinge, warum wir das machen. Das Thema Inzucht interessiert mich. Ist das bei allen Tieren ein Problem, dem man als Zoo Herr werden muss? Oder sind es bestimmte Tierarten, wo man besonders darauf achten muss, dass die ausgetauscht werden? Und bei anderen Tierarten ist es letztlich ziemlich egal. Also Inzucht ist immer so ein Thema, das sofort aufkommt. Und das aber in den Projekten tatsächlich gesteuert wird. Also die können aufgrund der Stammbäume, die wir haben, sagen, wer mit wem wie nah verwandt ist. Und dort, wo das nur irgendwie möglich ist, versucht man das sozusagen komplett zu vermeiden oder zu minimieren. Oder aber auch, man hat gar keine andere Chance, dann wird der Onkel mit der Cousine und weiß ich wem verpaart. Und wir haben eben gemerkt, dass es unterschiedlich ist, wie empfindlich Arten tatsächlich auf Inzucht reagieren, also eine sogenannte Inzuchtdepression, wo es dann zu Schäden kommen kann. Und insbesondere bei Inselarten, weil die eben so stark schon identisch sind genetisch, hat man da relativ praktisch gar keine Probleme. Und bei anderen Arten muss man ein bisschen mehr gucken. Aber es gibt ein Programm, das ist der große Bambuslemur, den wir auch im Zoo haben. Da gibt es so wenige Tiere nur, nicht nur bei uns im Zoo, sondern auch in der Wildnis, dass man gar nicht anders kann, als dass man in der Familie sich vermehrt und bislang eben auch ohne Schädigung. Das ist genau das, was man überprüfen muss, dass da, wo man gezwungen ist, Inzucht zu betreiben, sobald Schäden auftauchen, die man erkennen kann, da muss man dann eben stoppen. Das gilt aber auch für die Haus- und Nutztierzucht, nicht anders als bei uns mit Wildtieren. Sie sind in Duisburg geboren, seit 1991 beim Zoo angestellt und wie ist das so, wenn man als Neuangestellter am Kölner Zoo anfängt? Sie haben ja
also wirklich Erfahrung mit Tieren seit Kind an. Sie haben Stinktiere gezüchtet, das habe ich mir gemerkt, weil ich das absolut faszinierend finde. An welchen Geruch muss man sich besonders gewöhnen? Ein Geruch, es gibt zwei Gerüche, die man nicht vergisst. Der eine ist Gorilla. Das habe ich nochmal gemerkt, als ich 2005 bei den Berggorillas war, in Uganda und da hingelaufen bin, in Begleitung, gesagt habe, jetzt müssen sie gleich kommen, weil es riecht wie bei uns im Zoo. Es riecht nämlich so ein bisschen nach Zwiebel. Und der andere Geruch, den man auch nie vergisst, sind Elefanten. Also Elefanten haben einen sehr starken Eigengeruch. Und ich sage immer, die treuesten Partner, die im Kölner Zoo arbeiten, sind mit Sicherheit Elefantenpflegerinnen und Pfleger, weil die können gar nicht in Anführungsstrichen fremdgehen. Was bleibt nämlich geruchlich nicht verborgen. Kann man noch so viel duschen danach, ja? Ja? Interessant. Und die Stinktiere waren dann im Vergleich nicht so schlimm, ja? Bei Stinktieren, ich habe noch nie ein Stinktier irgendwie in meiner Nähe gehabt, aber sie heißen ja nicht ohne Grund so vermutlich. Ja, ja. Die wehren sich ja dadurch, dass sie eben aus einer Drüse sehr zielgerichtet sehr übel riechendes Sekret ausspritzen können. Und während wir jetzt darüber reden, erinnere ich mich noch sehr gut und olfaktorisch in meiner Nase habe ich den Geruch gerade wieder, denn eins der Jungtiere hat mich mal gestreift. Da habe ich dann, glaube ich, eine Woche lang mit ausgestrecktem Arm geschlafen. Haben Sie eine Lieblingszeit im Kölner Zoo? Was habe ich? Eine Lieblingszeit, also eine Tageszeit. Boah, also ich würde sagen, es ist tatsächlich der frühe Morgen und der frühe Abend, weil dann die Tiere entweder aufwachen, Aktivität entfalten oder so eine gewisse Ruhe einkehrt. Ne? Auch wenn ich fahre ja auch viel in der Natur rum, gucke mir an, was Tiere so draußen machen. Das ist immer schon sehr toll, wenn man dann sieht, auch wie, keine Ahnung, sind an einer Reiherkolonie und oder eins der bewegendsten Momente war mal in Nordamerika. Da war ich während des Kranichzuges da. Das sind Kanada-Kraniche, nicht unsere Kraniche. Und als ich da war, sind an dem Abend schätzungsweise 400.000 Kraniche unmittelbar vor mir niedergegangen in die Feuchtgebiete. Unglaublicher Lärmpegel und die ganze Nacht durch. Und dann so im Sonnenuntergangslicht, das war schon fantastisch. Gibt es einen Ort im Zoo, von dem Sie sagen, der ist eigentlich relativ wenig besucht vergleichsweise und zwar völlig zu Unrecht? Ja. Aber wenn ich den jetzt sage, ist er das möglicherweise nicht mehr. Ich sage es aber trotzdem. Einer der unterschätzendsten Orte für mich ist tatsächlich das Eulenkloster. Das haben wir Mitte der 90er Jahre gebaut. Es ist ein alter Klostergang, so nachgebaut. Und da leben eben Eulen drin, Turmfalken, Schwarzstörche, Waldrappe. Und sie gehen in eine Voliere hinein. Aber es liegt ein wenig am Rande des Weges. Und sie müssen da von der Seite reingehen und hinten wieder raus. Und das tun, glaube ich, relativ viele nicht. Vielleicht wollen sie nicht zu den Eulen gehen, ich weiß nicht. Da sind drei Bänke drin. Da gibt es auch einen Glockenturm mit einer Geweihtenglocke aus Österreich. Und da sitze ich ganz gerne mal. Und das ist, glaube ich, einer der unterschätzten Orte. Sie sind jetzt 61 Jahre alt. Gibt es Dinge im Zoo, wo Sie sagen, die mache ich nicht mehr, weil zu anstrengend, zu gefährlich? Bin ich früher hochgeklettert, können jetzt Jüngere tun? Tatsächlich nicht. Das Einzige, was ich nicht mache, ich springe nicht mehr von so hoch runter. Weil das macht der Rücken nicht mehr mit. Nee, mache ich tatsächlich nicht. Ich bin vielleicht auch einer der wenigen Zoodirektoren, der noch richtig aktiv ist. Also bei Transporten und so habe ich immer noch Freude, da selber auch dirigierend oder auch selbst mit anpackend zuzugreifen. Erfreulicherweise kann ich das noch körperlich, 61 ist ja noch kein Alter und das macht mir auch große Freude, weil ich habe das ja mal alles begonnen wegen der Tiere und der Menschen und da kann ich mit Tieren und Menschen ganz nah. Können Sie die Zahl der Tritte, Bisse, Stiche noch zählen, die man da unvermeidlich auch mal mitkriegt? Also meine kann ich an einer Hand abzählen. Das zeigt eigentlich, dass man gut ist. Wenn es viel mehr sind, wäre es, glaube ich, schwierig. Das hält sich in Grenzen, das muss man wirklich sagen. Also wenn man sein Handwerk versteht, gerade die Tierpfleger, die ja viel enger am Tier sind, die ganz viele solche schrecklichen Geschichten erzählen können, die sind nicht so gut.
Sie haben als Zoodirektor eine großartige Ehrung erhalten. Es ist ja eine laotische Geckoart nach Ihnen benannt worden, Cyrtodactylus pageli. Super, aber Sie hatten natürlich streng genommen nicht die Wahl, welches Tier das wird. Und wenn Sie es sich hätten aussuchen dürfen, dass ein Tier nach Ihnen benannt wird, welches würden Sie aussuchen? Ganz einfach heute, ganz aktuell. Ich weiß, das kann sich ja wahrscheinlich wöchentlich ändern. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Gecko, weil ich damit auch überhaupt nicht gerechnet habe und ich auch ein großes Interesse an Reptilien habe. Und ich glaube, mir wäre das Tier tatsächlich völlig egal. Ich fand es nur toll, dass irgendwann werde ich einmal von dieser Erde scheiden. Aber der Name Pagel bleibt zumindest mal bei diesem Bogenfingergecko erhalten. Letzte Frage, weil die passt ganz gut an das Thema, welche Tiere man besonders beschäftigen muss. Jetzt kann man den Tieren ja nicht in den Kopf gucken, aber welches Tier ist das glücklichste im Kölner Zoo, denken Sie? Also am letzten Wochenende war es eindeutig Hennes. Lieber Herr Pagel, vielen Dank für das Gespräch und die vielen Einblicke und ich wünsche Ihnen ein Jahr ohne weitere Dramen und ganz viel Erfolg bei den Plänen, die Sie für den Kölner Zoo haben. Danke sehr. Wir hoffen, dass wir alles umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Neben weiteren Folgen von Talk mit K möchte ich auch unseren täglichen News-Podcast Stadt mit K und unseren Wirtschaftspodcast Economy mit K empfehlen. Hören Sie gern mal rein. Falls Sie Kritik zur aktuellen Folge oder vielleicht auch einen Talkgast-Wunsch haben, schreiben Sie mir gerne eine kurze E-Mail an sarah.brasak@ksda-medien.de. Bis zum nächsten Mal sage ich Danke, Tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.